Die Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie sind allgemein sehr, sehr schlecht. Die Fabriken sind eng und stickig und die Arbeiterinnen haben häufig keine Schutzkleidung. Die Löhne sind zudem so niedrig, dass die Arbeiterinnen und ihre Familien nicht davon leben können, geschweige denn Ersparnisse für Notfälle wie jetzt zurücklegen können. In der aktuellen Situation der Corona-Pandemie sind die Arbeiterinnen und Arbeiter der Textil- und Bekleidungsindustrie deswegen die Menschen, die am stärksten unter den gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen der Pandemie leiden. In vielen Fabriken der Textilindustrie werden die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen zur Minimierung des Ansteckungsrisikos nicht eingehalten. Die Nähmaschinen stehen so dicht, dass die Arbeiterinnen und Arbeiter kaum einen Meter voneinander entfernt stehen. Die Schutzkleidung wie Handschuhe, Gesichtsmasken oder Desinfektionsmittel sind kaum vorhanden. Und auf dem Weg zur Arbeit stehen die Arbeiterinnen dicht an dicht im öffentlichen Verkehr. Wegen der Pandemie stornieren die Modeunternehmen nun die Aufträge an die Fabriken, die ihre Kleider herstellen. Viele von den Modeunternehmen kommen dabei noch nicht einmal für die bereits entstandenen Kosten der Fabriken auf. Deswegen müssen viele Fabriken schließen und die Arbeiterinnen entlassen. Und dabei bekommen die Arbeiterinnen noch nicht einmal die Löhne weiterhin gezahlt oder teilweise bekommen sie noch nicht einmal den bereits ausstehenden Lohn für den Monat März oder aber irgendeine andere Entschädigung. Das bedeutet dann, dass die Arbeiterinnen häufig ohne Arbeitslosenversicherung, ohne Ersparnisse, von jetzt auf gleich über Nacht ohne Geld dastehen und nicht wissen, wovon sie ihre Wohnung oder das Essen bezahlen sollen. Das globale Geschäftsmodell in der Textilindustrie ist so aufgebaut, dass in guten Zeiten die Modeunternehmen die Profite einstreichen, in schlechten Zeiten sie aber die negativen Konsequenzen auf die Arbeiterinnen abwälzen. Das ist ein Problem. Die Modemarken haben ganz klar eine Verantwortung für die Beschäftigten in ihrer gesamten Lieferkette. Sie müssen jetzt sicherstellen, dass die Arbeiterinnen auch bei Fabrikschließungen oder wenn sie krank sind, weiterhin ihren Lohn gezahlt bekommen. Zudem, sollten die Fabriken weiterhin offen sein und produzieren, müssen die Modeunternehmen ganz klar sicherstellen, dass die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen eingehalten werden. Das heißt, dass Abstand zwischen den Personen, dass der eingehalten wird, dass die Schutzkleidung vorhanden ist und auch, dass ein sicherer Transport zur Arbeit gewährleistet wird.